Ja, wie ihr sehen könnt, war ich im Apple Store und habe mir ein iPad 4 gekauft. Ja, und das werden wir jetzt einfach mal gemeinsam auspacken. Zuerst packen wir aber kurz das Smart Cover aus. Das habe ich mir in Blau gekauft. Das packen wir erst kurz aus, damit es dann gleich bereit liegt. Genau. Aufreißen. Jetzt können wir das so durchstrecken. Und genau. Dann haben wir das hier jetzt auch schon. Ja, dann gehen wir gleich weiter zum Hauptgerät hier, zur Hauptpackung. Hier das iPad 4. Wie ihr sehen könnt, in 16 GB, in Schwarz, ohne LTE, also ohne Mobilfunk. Hier unten haben wir das Apple-Logo. An der Seite steht iPad, Apple-Logo, iPad und vorne eben das iPad schön abgebildet. Hinten nochmal ein paar Informationen. Vergleichen wir es kurz mal mit den anderen Verpackungen, die wir hier noch haben. Ja, das ist die Verpackung vom iPad Mini. Und hier noch die Verpackung vom iPad 2. Ja, die sind gleich. Ja, dann fangen wir jetzt auch an mit dem Auspacken. Entfernen wir zuerst das. Die Folie. So. Und dann können wir jetzt auch schon aufmachen. Hier auch schon das Prachtgerät. Hier das iPad können wir jetzt über so eine Lasche entnehmen. Jawohl. Legen wir mal kurz zur Seite, schon auf die Folie eingepackt. Dann haben wir jetzt hier noch hier so eine kleine Tasche dabei. Ja. Das sind jetzt hier eben kurze Anweisungen. Zum Einstieg und hier noch die zwei Apple-Sticker. Bei der Mobilfunk-Variante ist dann hier noch so ein Kit, um den SIM-Stecker aufzumachen. Dann haben wir hier jetzt noch das Lightning-Kabel. Lasse ich jetzt mal verpackt noch. Und hier haben wir jetzt noch den neuen Akku, also zum Aufladen eben. Und zwar hat er jetzt 12 Watt und nicht so wie bei den Vorgängern nur 10 Watt. Das heißt, der Akku wird jetzt schneller geladen. Ja, dann kommen wir jetzt auch so schon zum iPad. Entfernen jetzt hier mal die Folie. Haben das dann jetzt hier auch schon. Ich mache gleich das Smart Cover hin. So. So sieht es eben aus. Gehen wir kurz über das Gerät. So, hier haben wir die neue Kamera, die mit 5 Megapixel Fotos aufnimmt und in 1080p, also Full HD Videos aufnimmt. Den An-Aus-Knopf, Kopfhörerbuchse, an der Seite lauter leiser und eben der Schieberegler. Dann unten der neue Lightning-Anschluss und das war's auch schon. Da oben ist noch ein Mikrofon, das sieht man jetzt natürlich nicht so. Hier sind noch die Lautsprecher und ja.
Es werden dann, also heute ist jetzt eben das Unboxing gekommen. Jetzt am Mittwoch wird dann ein Speedtest gegen den kleinen Bruder, also gegen das iPad 4 kommen. Und am Freitag wird dann auch noch ein Speedtest gegen das iPad 2 kommen. Links findet ihr dann in der Videobeschreibung. Wir stellen dann auch eine Playlist, in der ihr dann alle Videos findet. Schaut euch auch die Videos zum iPad Mini an. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video, also im Speedtest, am Mittwoch wieder. Bis dahin.